Hey, das wäre ein lustiger Twist. Was machst du da wieder auf dem Dach, Herrn? Ja, guck mich um, guck mal, das sind Vögel. Ich bin ja Vogelbeobachter, von der Leidenschaft her. Guck mal, hier kann man Sachen verkaufen. Hier gibt es auch eine richtig crazy Pistole für Level 3. Oh, könnte sein, dass ich gerade ein paar Vögel angezogen habe. Okay, aber ihn gekillt. Ja, die Dollars fallen unten zu mir. Das ist doch gut. So doof, Guck dass mal, du mich hier sie von machen uns das. verfolgst. Bam. Vogel wird weggesnappt. Bam, das war auch ich. Aua! Jetzt. No Scope. Nice! Da kommt mehr. Guck mal, ihr habt uns auf Level 3 gebracht. Ja, Kein ich habe die Problem. Vögel getötet. Ich muss dich mal wieder retten gehen. Ist ja noch einer. Ich hab die ganzen Vögel anzulocken. Das ist unser Secret Trick. Wir warten jetzt hier 100 Stunden und töten Vögel. Dann sind wir Da overlevelt für den Rest des Spiels. gab es nicht so eine South Park Folge, wo sie sich dann im Wald an Level 1 Wildschwein hochgelevelt haben. Ja, aber das war WoW. So, ja. Oh, guck mal, hier kann man die Quest abgeben. Ah, das ist gut. Alter, 300 XP. Jetzt hier nicht noch irgendwie so. Ja, Oh, hier. das Schild. Erstmal Nebenmission machen. Erstmal Nebenmission machen. Das ist natürlich den nehmen. Ja? Das ist doch kein, das ist die Hauptmission, oder? Das ist Oh. eine Oh Nebenmission. ja. Mach du hier unten, ich gehe zum Graveyard. Ja, das ist eine Nebenmission. Alter, da ist ein Adult Bullimon. Ja, ich mach hier Hallo. unten. Da. Aua, das hat er getan. Der macht Damage, der macht Damage. Ich bin gleich tot. Wie, du bist gleich tot. Das ist so ein Schild. Geh Ja, dich aber das ist verstecken. alles. Du musst halt nicht zu aggressiv spielen. Ja, hätte ich einen Sniper, würde ich auch nicht sagen, was die spielen. Ich spiel mit der Shotgun, ich bin mitten in den Bullymongs drin gewesen. Naja. Das nennt man Sodomie. Fein. Das nennt man Bullymongs töten. Ich fliegen einfach nur die Steine. Aua. Was passiert denn jetzt? Meine Frames brechen überall. Schlecht. Soll ich die Einstellung unterstellen oder was? Ja, so technische Probleme gibt es hier nicht bei dem Brotboss. Nee, gar nicht. Wenn das irgendjemand behauptet, sind das Fake News. Komm jetzt her. Totgeprügelt. Immer getötet, Ach genau, zeig's ihnen, so hör mal auf. Wie gesagt, ich finde es eigentlich echt nicht in Ordnung, dass wir hier lebendige Tiere aus dem natürlichen Habitat vertreiben. Das sind keine Tiere, das sind Bullymongs. Ey, aber egal, Mann, wir haben Sturmgewehr bekommen. Lass wieder keine Waffen lernen. Was haben Wir wir haben bekommen? übrigens jetzt zwei Waffen, nee, eine Waffe. Guck mal auf den Ja. Aufnahmetimer. Wie sieht's aus? Keine Ahnung. Aber guck mal. Ey, ich habe Jacobs Revolver. So, was müssen wir denn jetzt machen? Den Elevator benutzen, okay. Go. Da ist noch alles safe. Wir sind immer noch bei Nebenmissionen. Wenn die Story interessant Ja, wird, du dann musst das kann Tor aufmachen. ich. Sehe ich aus wie ein Butler? Heiße ich James? Nein. Ja, du heißt James. James Das ist Kalino. stimmt. James. Kalino James. Hallo, mein Name ist James und ich bin Ihr Butler. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Ja, du kannst mal mein Spiel fixen. Das ist ein Psycho-Midget. Ja, obwohl, war es echt nicht schlecht. Aber ich finde den Namen Psycho Midget echt irgendwie fragwürdig. Für den! Auf den Kopf! Level Wieso 4, bist du schon jawohl! Level 4? Weil ich die ganzen Bullymongs umgebracht habe. Oh ne, jetzt habe ich dich zum Duell gechallenged. Immer niederprügeln. Vier Leute werden wir das noch easy, also noch einfacher gehen. Naja, wir wollen auch die ganze Zeit Duelle machen. Na, kannst du bitte William, der die Waffen hier abgeben, ja? Die Waffen sollen hier abgegeben werden. Ja, lieber nicht. Ich will Aber noch nicht den das. Fahrstuhl hoch. Aber lieber.
Der Fahrstuhl ist eh kaputt, da können wir eh noch nicht hoch. Das heißt, wir müssen unsere Waffen noch nicht abgeben. Wir müssen noch looten. Hallo, Jesus is in town. Hallo, it's Jesus. Ja, liebe Zuschauer, falls ihr es nicht wussten, Jesus, der war eigentlich, der hat Borderlands gespielt, sehr exzessiv. Jesus ist Claptrap. Andersrum, Claptrap ist Jesus. So. Wir müssen dagegen laufen, ne? Ja, wir müssen dagegen laufen, sonst kommen wir nicht durch. Die Schreie! Wir haben ja gerade ermordet, oder? Du musst noch jemand, ne? Ich dachte, wir müssen vielleicht nicht alle töten. Ne, ich will alle töten. Es gibt XP. Der holt die Fuse. Hab die Fuse. Let's go. So, ich hab mir alle Pistolen hier gesnackt. Dann sind noch ein paar Bullimong. Ja, aber ich guck mal kurz mein Equipment durch. Hallo, Herr Bullimong. Ich find sie ja ganz nett und so, aber irgendwie... Oh, shit. Der ist ja viel größer als in meiner Vorstellung. Hm. Ja, ich nehm mal die Pistole. Ah, der Rückstoß von dem Assault-Gewehr, was ich gefunden habe, ist echt gering, das ist schön. Ich habe so eine Pistole, die beim Nachladen weggeworfen wird. Ah, von Teddy All, ne? Ich mich auch cool. Alter! Ja stimmt, wir müssen ja mit Nahkampfangriffen töten. Dann kriegen wir das Haar. Hau den nieder! Knüppel den kaputt! Jawohl! Ich habe natürlich den Rest schon getötet. Game is Clap oder Hammerlock? Na, wollen wir eine Shotgun oder einen Sniper? Nein, 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 wir sollten uns das nicht fragen. Wir sollten das dann davon festmachen, ob wir den Nussknacker oder Jesus glücklich machen wollen. Ich würde sagen Jesus. Ja, natürlich Jesus. Wir sollten schon Clapjob gehen. Wie würdest du denn sonst außer Jesus glücklich machen wollen? Ja auch. So. Denk dann, du musst die Waffen unten lassen. Hallo. Jo, tschüss. Nee, ach nein. Ich wusste, dass du es tun würdest. Ey, ey, ey. Nee, kann ich den Fahrstuhl blockieren? Das war voll knapp, ich wäre fast nicht mehr aufgekommen. Na, shit. Ja, du musst dir ein Schild kaufen, ne? Kauf dir ein Schild hier an. Mach, ich hab gerade überlegt, welches, okay, chill. Ja, ich hab ein paar Waffen, wenn du willst, ne? Ich hab eine Pistole, ja, die macht 22 Schaden. Ah, die Pistole macht 18 Schaden und Feuerschaden. Wie viel Feuerschaden macht die denn? Sie macht 15,6. 15,6? What the fuck, ja, dann nehm ich die. Also Burn Damage pro Sekunde, steht da. Wie kann ich die? Q-Drop. Ich stopp dir einfach beide, guck einfach nach. Die Shotgun kannst du auch haben, wenn du willst. Ja, lass mal die Feuerpistole kannst du wieder haben. Genau, wir müssen noch ein paar Bullimonks töten. Oh mein Gott, er ist gesprungen, er hat Selbstmord begangen. Geronimo. Ich bin ihm gleich nachgesprungen. Gibt es hier sonst noch Bullimonks? Da auf der anderen Seite, da hinten gibt es Bullimonks. Boah, wieder alles in Luft gesprengt. Na klar, Explosionsrifle. Hallo. Bam, 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 bam. Wollen wir uns vielleicht über Hegel unterhalten? Okay. Über was unterhalten? Hegel. Wer ist denn Hegel? Das ist ein Philosoph gewesen.
Kenne ich nicht. So eine Schwucht, den kenne ich nicht. Macht nichts. Den muss man nicht kennen. Die, naja, mit den meisten Philosophen. Ja, komm jetzt, wir müssen Bullymonks töten gehen. Ja, aber hier geht's noch eine Mission. Ja. Bullymonks. Aber was ist mit der Piers passiert, mit der Helena? Das kannst du ja da in der Stadt erlegen. Helena, Mrs. Das Auge sieht echt gruselig aus. Helena Piers. Was ist wohl mit ihr passiert? Ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Ich glaube, sie ist gestorben. Ja, das Gefühl hatte ich auch. Aber nur so halb. Oh mein Gott. Ja. Mir noch gar nicht aufgefallen. Da, ich sehe Bullymonks. Oh shit. Denk dran, Nackenpilz. Nice. Ja, das reicht jetzt. Okay, let's go. So, die anderen Bullymonks können wir trotzdem noch umbringen. Mann, die Teddy-Rifle, oh nice. Die Teddy-Rifle ist gar nicht schlecht. Am Anfang hier ist noch alles schlecht. Ich finde, du solltest ein bisschen netter sein. Ich schon nur, ich hätte keine technischen Probleme. Wie viele Frames hast du denn? Ja, gerade 22. Ja, 28. Wieso stellst du denn die Grafik nicht runter? Das ist ja pain in the ass, das anzugucken. Ja, gerade als ich hingelaufen bin zu den Bullymonks, hat die 70. Aber das Wasser hier ist immer so, ja, das ist immer so mit dem Wasser. Ich bin doch genau den gleichen Weg gelaufen, als ich da hingelaufen bin. Versteh's einfach nicht. Komm Jan, hilf mir, boost mich. Wie gemein. Jan, wo war das Teamplay, wo war der Boost? Ich hab vergessen, wo der Boost war. Hat er wieder aufs Rage seine Pistole weggeworfen. Ich brauchte die nicht mehr. Das ist so ein Fluch, ich will die eigentlich gar nicht mehr haben. Wirf doch gleich das ganze Magazin mit weg. Bester Weg, Munition zu verschwenden. Ja. Wenn du schnell Munition verschwenden willst, musst du einen Audiolog finden. Jetzt hast du die Quest geändert. Clap-Chat. Hallo Clap-Chat. Wo ist er da? Alter, Alter! Guck dir das an. Er sieht so krass aus. Ja. Yeah. Oh shit. Wieso hast du es getan? Ich wollte mit dem reden. He promised not to torch me for hours at a time. Ah, die Quest können wir abgeben. Aber er wurde mal wieder verarscht. Leute, ich habe einen Skin bekommen, den ich schon unlocked habe. Ja, ich habe den auch schon unlocked. Na guck, wir haben eine schöne Shotgun bekommen. Kann ich nicht benutzen. Stimmt, die ist voll Level 5. Ja, also jetzt haben wir alle Nebenmissionen in der Stadt gemacht. Eine gibt's noch, die können wir noch machen. Okay. Dann lassen wir Claptrap jetzt erstmal alleine zum Boss laufen. Ja. Die ist jetzt halt jetzt ein bisschen Pech, aber... Kannst du Jackie finden. Ich finde das Audio-Log hier an. Okay. Ich bin ein Spürhund. Was denn? Hier oben war's. Jo, das sind Bullymonks scheiße auf dem Dach. Lady, oh mein Gott. Boop, boop, boop. Oh, das nächste Audio noch. Also an der Stelle fühle ich mich verpflichtet zu. Oh. So. Also an der Stelle fühle ich mich verpflichtet. Nach der Quest ist erstmal over.
Und ich fühle mich verpflichtet, jetzt zu sagen, of course, das ist jetzt nicht geeignet für Kinder, also falls ihr Kinder seid, nicht weiter zugucken. Also Kinder seid als recht weiter zu gucken. Wir müssen ja auch einen Bildungsauftrag erfüllen, also. Ich muss nichts. So, aber das war's. Ja. Mit diesem Part. Ich habe sogar ein Badass Token. Du hast einen Badass Token bekommen. Baum plus Critical Hit Damage. Oh, ich habe. Hey, guck mal, wenn du das, wenn du das Inventar findest, kriegst du eine Person. Ja, ich habe gerade die Quest abgegeben. Ich habe sogar zwei Badass Tokens. Oh. So, auf jeden Fall. Tschüss und Schuh. Du. Schuh.